Mein heutiger Gast ist Professor Gertrud Höhler. Sie hat ein Buch geschrieben über Kanzlerin Merkel, das zu einem vernichtenden Urteil kommt. Angela Merkel arbeitet am Zerfall der Demokratie. Darüber sollten wir reden. Herzlich willkommen zum Dialog. Dankeschön. Und hier haben wir das Buch, um das es geht. Die Patin, wie Angela Merkel Deutschland umbaut. Und zur Verstärkung hinten Angela Merkel in derselben Pose wie Mafia-Boss Marlon Brando im Film Der Pate. Was, Frau Höhler, bringt Sie auf die Idee, Angela Merkel in Zusammenhang mit der Mafia zu bringen? Es gibt, wenn ich mit meinen wissenschaftlichen Kollegen sprechen soll, eine strukturelle Analogie. Es ist einmal das Schweigen, ein autoritäres Schweigen, wie ich es definiere. Es ist gleichzeitig eine unideologische Art des Auftritts. Das ist unglaublich wichtig, denn wir haben nicht eigentlich ein merkelsches Bekenntnis, ein merkelsches Credo. Gibt es nicht. Und gleichzeitig das Einsickern von illegalen Handlungen in das legale System, mit dem wir leben. Das sind drei ganz wichtige Merkmale, die man beschreiben muss, wenn man Geheimbünde beschreibt. Insgesamt fahren Sie ja ziemlich scharfes Geschütz auf. Ich darf da mal zitieren. Sie sagen, ein Staatsstreich droht. Sie sagen, EU-Verträge missachtet sie genauso wie das Grundgesetz. Und Angela Merkel arbeitet am Zerfall der Demokratie. Das haben wir ja schon zitiert. Wie kommen Sie auf die Idee? Also der Staatsstreich, das ist meine Definition für das, was sie gemacht hat mit der sogenannten Energiewende. Der Start der Energiewende, wenn er nicht regierungsamtlich wäre, müsste als Staatsstreich bezeichnet werden, weil ein ganzer Haufen von Gesetzen vom Tisch gefegt wurde. Darunter sind Garantien, die wir in der Verfassung sehen, Eigentumsrechte, das Aktienrecht. Das heißt, es ist hier ein Eingriff passiert, für den wir keine Parallele haben in unserer Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg und das von einer Person ohne Absprache mit den Nachbarländern und schon gar unter einer verspäteten Einbeziehung des Parlaments, die wir ja auch in der sogenannten Euro-Rettung immer häufiger haben, im Grunde Parlament als Zuschauer. Schauen wir uns mal diese Energiewende ein bisschen genauer an, weil das ist ja für Sie auch immer wieder der Beleg dafür, dass Angela Merkel keine Werte hat. Sie sagen, Angela Merkel benutzt die Werte als Manövriermasse. Können Sie das ein bisschen erläutern, wie Ja, Sie das meinen? sie benutzt Werte, wenn sie den Eindruck hat, ihren Mitspielern, die ja traditioneller verwurzelt sind als sie, müsste das jetzt die Zustimmung abringen. Beispiel bei der Energiewende, 3 Monate nach Fukushima hat sie ja ein Bekenntnis abgelegt, das sehr untypisch für sie ist, das wahrscheinlich ein Beraterergebnis war. Sie hat nämlich gesagt, also jetzt habe ich das auf mich wirken lassen. Für mich hat sich etwas verändert. Für mich, Angela, die Herrin. Das bedeutet, sie sagt im Grunde, der Staat, das bin ich. Und jetzt kommt die Folgerung. Die Folgerung lautete, wir lassen die Ethikkommission entscheiden, ob die Reaktoren, also Hochtechnologie, Atomtechnologie, hier weiterlaufen sollten. Und Herr Töpfer war dienstbar. Und hat das buchstäblich gemacht und hat dann gesagt, wir haben festgestellt, soll nicht mehr weiterlaufen. Das ist ein Gebrauch von Werten, der nicht nur situativ Unbehagen weckt, sondern der auch rein instrumental die Werte einsetzt, weil die anderen Mitspieler dann eher zu gewinnen sind für eine Handlung. Einverstanden, die Energiewende kam ja schon recht plötzlich. Ich möchte trotzdem mal die Gegenthese aufstellen. Die Atomenergie ist ja kein Wert an sich, sondern nur ein Mittel zum Zweck. Und gerade mit der Energiewende könnte man ja sagen, hat Angela Merkel gemäß ihrem Amtseid gehandelt. Sie hat Schaden vom deutschen Volk abgewendet, weil sie uns aus einer gefährlichen Technologie führt. Ja, was ja nicht ganz richtig ist, denn der Vergleich mit Fukushima ist einer, und heute wissen wir es auch aus Japan amtlich, ist einer,
der so nicht zutrifft. Wir haben keine Atomwerke am Meer in Erdbebengebieten mit Tsunami-Gefährdung. Wir haben keine schlampige Wartung unserer Atomkraftwerke gehabt. Und wir haben gleichzeitig eben eine Technologie, die der japanischen nur ähnlich ist, aber im Ganzen überlegen ist. So. Ja, aber und jetzt, aber schauen Sie mal, wenn Sie sagen, sie hat hier was abgeräumt, was fällig war, dann müssen wir doch sagen, es gab ein Gesetz von der grün-roten Regierung beschlossen, dass einen geordneten Rückzug ohne die unglaublichen auch ökonomischen Schäden, die wir jetzt durch diesen plötzlichen umsturzartigen Rückzug haben, es gab dieses Gesetz, auch das Gesetz wurde gekippt. Und man fragt sich, warum? Um die Grünen reinzuholen, damit die nicht weiter so mächtig blieben, wie sie waren, um die Gedanken von einer Baden-Württemberg-Wahl abzulenken. Lappalien, verglichen mit dem, was wir jetzt haben, mit der sogenannten Energiewende, wo ein Minister ausgewechselt wurde, der ein Sachkenner war, ersetzt durch einen Amateur, einen Dilettanten, der jetzt über vieles jeden Altmaier Tag redet. Altmaier ist nicht so Ihr Fall. Es geht nicht darum, ob Herr Altmaier mein Fall ist. Herr Altmaier ist bestimmt nicht ein spezieller Kenner der Materie, mit der er jetzt befasst ist. Und das war auch nicht erwünscht, weil man wusste und auch Merkel wusste und weiß, läuft schlecht mit der Energiewende. Das heißt, wir haben Schachzüge, wir haben gleichzeitig wenig Rücksicht auf die übrigen Beteiligten. Und wenn Sie sagen Amtseid und Schaden abwenden, dann muss ich Ihnen sagen, der Schaden, der jetzt auf die deutsche Bevölkerung zukommt, mit den hohen Strompreisen, vor allem auf die nicht so leistungsfähigen Bürger, ist ja, wie denn in diesem Amtszeit unterzubringen? Aber sagen Sie denn allen Ernstes, Angela Merkel hätte an der Kernenergie festhalten sollen nach Fukushima, nachdem 80% der Deutschen gegen diese Energieform sind? Ja, das kommt ja darauf an, wie man führt. Wenn man sagt, bei uns ist es genauso gefährlich wie drüben und die deutschen Bürger haben keine Lust nachzudenken, ob das stimmt. Und die Ökonomen, die uns sagen können, dass es anders ist, und die Atomphysiker, die uns das sagen können, sind nicht schnell genug. Warum? Weil sie zum Teil eigene Interessen hüten und sich sagen, na ja, wir brauchen ja wieder Subventionen, vor allem jetzt, wo wir dann noch mit Auflagen belegt sind, die ja erst über ein Jahr nach dieser neuen Maßnahme dann vom Tisch kamen. Aber anfangs hieß es, das zahlt ihr alles weiter, als ob eure Atommeile weiterlaufen müsst, ihr Abgaben zahlen, die damit zu tun haben, dass ihr Atomenergie liefert. Also man muss doch, abgesehen von dem Gesetz, das Grün-Rot mit viel Augenmaß gemacht hatte, muss man doch fragen, wo ist der Schaden größer, wenn wir mitten in einer schweren Krise in Europa sind? Und man schafft zusätzlich eine Geldverbrennungsmaschine wie diese Energiewende, dann ist das nicht besonders verantwortungsvoll gehandelt. Gut, das war ein Beispiel, das Sie anführen, die Energiewende. Ich würde gerne auf einen zweiten Punkt kommen. Sie sagen, Parteien und Parlamente werden entmachtet. Ich zitiere Sie, Sie sprechen von einem lautlosen Umsturz in Richtung Allparteienregierung. Was meinen Sie damit? Also Angela Merkel hat ja schon in der Großen Koalition begonnen, Themen abzusaugen, ich sage zu enteignen oder zu entleihen, Ideenleasing kann man das auch nennen, aus zum Beispiel ihrem damaligen Koalitionspartner-Portfolio, da hat sie sozialdemokratische Kernangebote rausgenommen und hat auf die Weise nicht nur für einen geschwächten Austritt aus dieser Koalition bei der SPD gesorgt, sondern zunächst auch für eine Unklarheit, wo ist eigentlich die Grenze zwischen diesen beiden Parteien, die klassischerweise immer gewetteifert haben. Und das bedeutet, ein politischer Wettbewerb ist gewollt in der Demokratie und der wird gelähmt, wenn man aus allen Parteien die Kernstücke rausnimmt und sie sich aneignet, sodass der Bürger sich sagt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich wählen soll. Gegenrede. Es gehört doch auch zur Demokratie, dass Parteien ihre Positionen auch mal revidieren, da wo die Positionen nicht mehr zu halten sind. Also bei der Union, die kämpft jetzt endlich auch für Kitaplätze, die hält nicht mehr am Leitbild der Frau am Herd fest, die hat ihren Frieden mit der Homo-Ehe gemacht. Das sind doch längst notwendige Positionsveränderungen, ohne die die CDU untergegangen wäre. Also ich fange mal bei den Kitaplätzen an. Wenn Sie einjährige Kinder in die Gruppenverwahrung schicken, dann ist das nicht nur ein sozialistisches Angebot, sondern dann ist das gegen alle Forschung, die wir haben, keine gute Tat gegenüber diesen Kindern.
Dies wissen viele in der CDU. Es wissen auch viele in der SPD. Und alle meinen, der Trend ist eben so, wir müssen da mitmachen. Ich kenne so viel Forschung zum Kleinstkindalter, dass ich dabei bleibe, wie alle Fachleute, die sich damit befassen, und wie alle Kinderärzte, dass ich dabei bleibe zu sagen, das ist ein Schaden, wenn wir ein Kind mit einem Jahr in seiner Entwicklung von Bindungen, von Vertrauen, von Liebesbeziehungen in dieser Weise in eine Störung schicken, wie es so eine Gruppe ist. Das Kind ist zu klein dafür.